Hi meine Schönen, ich bin Lamia und heute gibt es ein Get Ready With Me, welches in Zusammenarbeit mit Cyrus entstanden ist. Und ich würde sagen, ich springe direkt ins Tutorial. Ich trage hier erst einen Illuminating Primer auf und gehe direkt auch an meine Lieblingsfoundation, die ihr mittlerweile auch schon kennt. Alle Infos findet ihr natürlich auch in der Infobox. Und das trage ich mit den Fingern auf und verblende das anschließend mit dem Beauty Blender. Jetzt trage ich natürlich Concealer auf zum Abdecken von Augenschatten und zum Highlighten unter meinen Augen. Und das werde ich anschließend dann auch ganz einfach mit dem Blender verblenden. Zum Puder muss ich natürlich nicht sehr viel sagen und komme auch direkt an meine Brauen. Ihr seht, ich werde sie erstmal so leicht umranden und fülle sie dann auch anschließend erst aus. Ich wollte unbedingt einen dezenten, schönen Tageslook mit Wimpern und deswegen habe ich mich für diese Orangetöne entschieden, die ich dann auch auf meine Lidfalte auftrage mit einem fluffigen Pinsel und verblende das an alles. Ich habe jetzt einfach einen rotbraunen Ton genommen, der etwas dunkler ist und trage das nochmal am äußeren Augenwinkel auf, um die Farbe zu intensivieren. Dieselbe Farbe trage ich unten am Wimpernkranz auf, um einen leichten, ausgesmokten Effekt zu erzielen. Jetzt nehme ich eine Farbe namens Primavera und trage sie mit einem Shaderpinsel im inneren Augenwinkel bis hin zur Mitte auf. Dann bekommt man so einen schönen Sheer Glow auf dem Lid. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingslippenkombination. Natürlich werde ich euch die Farben unten auflisten. Der Highlighter nennt sich Double Gleam von MAC und ist eines meiner Lieblingshighlighter. Schaut euch mal, wie gesund und frisch die Haut dadurch aussieht. I love it. Wir kommen jetzt zu den Haaren und meine Haare, ich sag's euch schon mal jetzt, werden glänzen. Es ist einfach faszinierend, was eine Kombination aus den richtigen Produkten alles so ausmacht. Und hier werde ich erstmal das Satin Hitzeschutzspray von Cyrus auftragen und erstmal durchkämmen, sodass sich das Produkt richtig verteilt. Ich werde jetzt erstmal meine Haare in verschiedene Partien aufteilen und Schritt für Schritt meine Strähnchen glätten und ich würde sagen, schaut einfach zu. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile.
the solution. Und ich bin bei der letzten Strähne angekommen und wie ihr seht, durch das Vorkämmen wird euer Haar so, so schön glatt. Und das ist wirklich auch für Mädels geeignet, die lockigeres Haar haben. Also versucht es mal auf die Art und Weise. Und jetzt werde ich noch ein Glossing Spray auftragen, sodass die Haare noch glänzender, noch gesünder aussehen. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Look gefallen hat und ich würde mich mega über einen Daumen hoch freuen. Und alle Informationen findet ihr in der Infobox und wir zeigen bis zum nächsten Mal, meine Schönen.